Laura Klapphake, vom Oldenburger Land nach Redefin, 21 Jahre jung. Sechsmal war sie bei Europameisterschaften am Start, das erste Mal 2007 noch im Ponysattel. Im vergangenen Jahr war sie mit dem deutschen Junge Reiterteam in Arezzo, Teamgold und Einzelbronze. Christoph Ockler, aus Polen nach Redefin, 20 Jahre jung. Viermal war er schon bei Europameisterschaften. Auch für ihn war 2007 im Ponysattel das erste Mal. Im vergangenen Jahr war er mit dem polnischen Junge Reiterteam auch in Arezzo. Sein Team wurde Sechster. In Redefin trafen sie aufeinander. Beide träumen von einer großen Zukunft mit Pferden. Mein Traum wäre es immer, irgendwie halbtags einen normalen Job zu haben und halbtags was mit den Pferden machen zu können. Aber dass das schwer zu realisieren ist, weiß ich auch. Aber mal gucken, was sich so ergibt. Winning Europe and World Championship, Olympic Games, so everything together. Der Weg zu ihren Träumen führt über Redefin. Arezzo, Lummen, Redefin. Das sind die drei Stationen der Young Riders Academy 2015. Hier bewerben sich Europas beste Nachwuchsspringreiter zwischen 18 und 23 Jahren für ein ganz besonderes Stipendium. 6 Monate in einem internationalen Profistall. Ludger Beerbaum wird mich, glaube ich, schon reizen, aber das sind alles schöne Ställe. Eleonora Ottaviani ist seit 20 Jahren Präsidentin des Internationalen Springreiterclubs. Sie weiß, was für einen angehenden Profi im Pferdesport besonders wichtig ist. So it's really important that these young boys, young girls understand that the first point in our sport is not to be businessmen and not to look for other things, but first of all is to be horse people. Ein Profi muss Pferdemensch sein und er muss heute viel mehr können als nur reiten, weiß auch FN-Präsident Breido Graf zu Rantzau. Vor 25 Jahren, da konnte so ein Halbamateur wie ich noch ein bisschen da mitreiten. Heute ist das ja gar nicht mehr denkbar. 36 Reiter aus 17 Nationen bewerben sich in diesem Jahr für die Young Riders Academy. Nur 5 bekommen ein Stipendiat. Natürlich müssen sie reiten können, aber sie müssen auch in einem intensiven Gespräch beweisen, dass sie das Zeug zum Profi haben. Bundestrainer Otto Becker gehört zu den internationalen Selektoren. Es gibt 10 Fragen, die allen gestellt werden. Wir stellen noch die eine oder andere Frage dazu, sodass wir einen Einblick kriegen in das Leben der jungen Leute, was sie vorhaben, wie sie auch ein bisschen ticken. Und ja, es ist wirklich interessant, wie man schon Unterschiede anhand der Interviews sieht. Fragen alles Mögliche, vom, ja, ob man ein zweites Standbein neben dem Reiten hat, ob man irgendwie eine schulische Ausbildung noch macht. Well, it was pretty comfortable, like a normal talk about my feelings, about how I see my future, my riding. So, it was really nice talk. Ihre Gefühle, ihre Erwartungen, ihr Erfolg. In Redefin geht es für Europas Nachwuchs um die Zukunft. Das passt. Redefin gibt sich sehr, sehr viel Mühe hier, muss man gerade Bettina Schockemüller rausstellen. Da merkt man, der macht auch das Projekt Spaß und haben hier perfekte Rahmenbedingungen. Insofern, denke ich, freuen wir uns alle, dass wir hier sind. Für Bettina Schockemühle sind die Nachwuchsprofis in Redefin weit mehr als nur gute Reiter. Das ist eine Herzensangelegenheit und tatsächlich geht es ja nachher im Sport um sehr viel mehr. Man braucht Pferde, muss sie fit halten, Veterinärwesen, Fütterung, man muss viel wissen. Man muss aber auch sich gut organisiert sein, denn Turnierreiten ist ja tatsächlich auch ein Nomadentum. Nomadentum. Wie eine internationale Familie reisen auch Europas Youngster von Turnier zu Turnier. Mit ihren Familien, ihren Pferden und dem gesamten Team. Gemeinsam für den Erfolg. So there's a group of people that have to work for one success. Bei allem Erfolg, im Mittelpunkt stehen immer die Pferde. Je dichter man mit dem Pferd zu tun hat, von Fohlen bis zum Rentner. Und wenn man viele verschiedene Pferde kennenlernen darf, dann lernt man unglaublich viel und das Horsemanship entwickelt sich. Und da können wir sicher viel aus unserer Erfahrung weitergeben. 2 Wochen nach Redefin wird entschieden, wer in diesem Jahr ein Stipendiat der Young Riders Academy erhält. Ob Laura und Christoph dabei sind, wissen sie noch nicht. Aber ihre Tage in Redefin haben sich in jedem Fall gelohnt. Ihrem Traum von einer Zukunft mit Pferden hat Redefin sie wieder ein Stückchen näher gebracht.